Hallo und herzlich willkommen zurück zu Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2. Wisst ihr was, Leute? Naruto muss ich irgendwie immer in eine Session aufnehmen. Ich weiß nicht warum, aber das ist schon wieder... Das ist jetzt Part 12. Part 1 bis 5 habe ich in einer Session aufgenommen. Part 6 bis 10. Jetzt bin ich hier Part 11 und 12 am Aufnehmen. Mir macht es einfach Spaß in so einer Session. Und von daher ist das halt so. Nee, ich will ja nicht da lang. So, ich will genau hier lang. So, jetzt kann ich die Kamera bewegen. Sehr schön. Gut. Und wisst ihr was, ich eigentlich vorhatte? Meine Naruto-Parts wollte ich mit den Naruto-Intros eigentlich schmücken. Aber da das urheberrechtliche Probleme gibt, ist das mir leider verweigert. Ist halt so, dann halt nicht. Da muss es ohne gehen. Aber für mich persönlich habe ich immer das Intro davor und ich finde das so schön. Natürlich zu der jeweiligen Staffel. Wem es dann auch noch nicht aufgefallen ist. Ich habe immer eine kleine Beschreibung unter den Videos hier, die man auch immer gerne lesen kann, weil das auch immer so ein bisschen den Arc beschreibt, in dem wir uns gerade befinden. Auch bei den Naruto-Parts habe ich das dementsprechend die Beschreibung angepasst. Ja. Wenn ihr es ein bisschen liest, ist schon schön, dann das nimmt halt nochmal so nicht, das nimmt nichts vorweg. Es sei denn, man guckt den Part 2 vor 1, dann natürlich schon. Also jetzt bei den Naruto Parts, Ultimate Ninja Storm Parts, dann natürlich schon. Aber bei den Ultimate Ninja Storm 2, also den Shippuden Parts, habe ich immer nur den Arc beschrieben. Das heißt, Folge 1 bis 10 ist Arc 1, das ist ja auch Kapitel 1, ist immer nur der Arc beschrieben. Und Kapitel 2 dementsprechend der zweite. Erinnerungskristall, sehr schön. Nummer 7. Könnt ihr euch ja mal durchlesen, wenn ihr wollt. Aufzeichnung von Kampf Nummer 10 und Nummer 7. Hier ist doch der Wald der leisen Bewegung, oder nicht? Müsste hier nicht Neji und Tenten sein? Schmale Schwebfeder, da ist sie. Sehr schön. Hier war ich schon dran, ne? An der Blume, ja. Okay. Hier aber noch nicht. Im Pilz war ich noch hundertprozentig auch schon dran. Ja. Pilze sind meistens das Erste, was ich... wohin ich gehe. Du hast das Gefühl, dass dein Glück wieder... verschwunden ist? Keine Ahnung, ich hab mir das bis... ja, immer noch nicht durchgelesen. Aha, hier sind sie also. So, dann legen wir mal los, würde ich sagen, ne? Dieses Gefühl, das sind definitiv einige dieser Kopien. Ich kann es wagen vorzugeben, du wärst ein Mensch. Ich dir werde es zeigen. Ja, und... also wie gesagt, hier in diesem Ultimate Ninja Storm 2 Let's Plays ist immer der Arc beschrieben. Ernsthaft? Oh, der nimmt mir tatsächlich Chakra weg. Was für ein Arsch. Oder Kampfvorgaben? Feindlicher Angriff nimmt Chakra weg. Tatsache. Oh, ist das unfair.
So. Jetzt wirst du büßen, Neji. Dafür, dass du uns einen Versager nanntest. Wow. Wenigstens klappt das jetzt mit dem Tauschbalken. So. Sehr, sehr gut. Also, wo war ich? Mit den Arcs natürlich. Die Arc-Beschreibung, das war sowas von dumm. Oh, das war doof. Fuck. Nein, 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 nein! Glück ab! Boah, war das Glück. War das Glück, ey. Ja. Also, kommen wir zu den Arc-Beschreibungen. Die Folgen... Ich glaube, hier die zwei Folgen mache ich auch noch mit Arc 1. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall kommt dann der nächste Arc, den ich dann wieder beschreiben werde. Und bei den Naruto Ultimate Ninja Storm Reihe, also den 10 Parts, ist jeweils ein Part mit dem, was passiert, quasi beschrieben. Ist auch wieder ein Arc geteilt. Also Genin Part, dann gibt's den Shunin-Prüfung Arc. Ganz interessant, die Beschreibung auf jeden Fall. Darauf möchte ich eigentlich hinaus. Lohnt sich das? Ja. Ja, komm. So, und da ich weiß, dass der nächste Angriff, nächste Gegner mich wahrscheinlich vergiften kann, setze ich auch das Gift ein. Ich will nicht zur Spielmodus-Auswahl. Boah, regt mich das Ding auf, ne? Diese Abfrage, dass man die nicht abschalten kann. Kleine Pause. Nachdem sie den Kasikage zurückgeholt hat, trugen sich Naruto und seine Begleiter eine Weile aus. Aber ich kann das jetzt wieder einsammeln. Das ist schön. Schießpulverpilz. Hatten wir doch schon. Lebeharz. So, hier geht's zum Akatsuki-Versteck, ne? Ja. Ich frag mich auch, ob ich auch gegen Itachi oder Kisame kämpfe. Ich glaube, das kommt erst ganz zum Schluss. Oder relativ spät. Aha. Guckt euch das an. Erinnerungskristall 8. Storyaufzeichnung 10. 11. 12, 13, 14. Und die Aufzeichnung vom Kampf Nummer 9. Wow, ich habe echt das Vogelnest übersehen. Schmale Schwebfeder. Ich habe den Grasbüschel nicht aufgehoben. Baumspenderkraut. Okay. Ich war wahrscheinlich sofort auf die Kristalle und so fixiert, ne? Glanztropfen. Warum geht von dem eine lila eine Aura aus? Das sind Kopien. Ich weiß es genau, aber was zum... Dieses Chakra ist total übel. Hier darf ich meine Deckung nicht vernachlässigen. Ah, ich schwöre, ich werde nicht besiegen. Jetzt mache ich Dampf. Ah, ich werde sterben.
Gift abgewehrt. Bist du bereit? Ja. Ich bin überhaupt nicht bereit. Feindlicher Angriff vergiftet dich. Du kannst mich mal. Na, gegen Sasori müsste ich aber gut ankommen. Ja, der vergiftet mich nicht. Aber ich habe trotzdem schon sehr viel eingesteckt. So, sehr schön. Ah, schade. So, sehr schön. Na? Na gut, geht doch. Ah, das ist schlecht. Ach du Scheiße, warum ist er so stark? Ah. Oh Gott, ich hab verloren. Ja, bitte. Wiederholen. Oh Gott. Na los! Ah, fuck! Ich hab nicht genug Chakra. Sehe ich das eigentlich richtig, dass der immer... Ach nee, das ist der Gegner, der dann... So, jetzt bist du dran. Sehr gut. Aua. Jetzt habe ich dich. Fuck, oder auch nicht. Ich bin doof. Mach's doch nicht so spannend, Naruto. Geht doch. Ha. Oh Gott, ey. Warum ist das Spiel so schwer? Warum bin ich so schlecht? Das ist ja Wahnsinn, wie schlecht ich eigentlich bin. Puh, irgendwie habe ich es geschafft, diese Puppe zu bekommen. Aber irgendwie hatte ich bei der ein anderes Gefühl als bei denen, gegen die ich bisher angetreten bin. Ja? Sie war stärker? Fragezeichen? Doppelpunkt, Punkt,
Boah, wenn ich mich jetzt teleportieren könnte, ne? Das wäre ein Traum. Das wäre ein Traum, sage ich euch. Das wäre ein richtiger Traum. So einfach nach Konoha jetzt teleportieren. Wäre das herrlich. Beim Wald der leisen Bewegung. Beim Wald sind wir. Wir sind nicht im Wald der leisen Bewegung, sondern beim Wald. Musst du endlich dran denken, ey. So, ich gehe jetzt einfach mal nur geradeaus. Stumpf geradeaus. Außer hier. Leberharz nur. Das ist nicht so wirklich das, was ich brauche, aber hey. So, bin ich jetzt wieder da? Ah, nee, ich bin noch nicht da. So, ich würde jetzt gerne erstmal zum Trainingsplatz. Wo ich nach Konoha zurückkehre. Erstmal zum Trainingsplatz und gucken, wie ich von dort aus weitermachen kann. Trainingsplatz umgeben. Okay. Da kann ich nicht. Ja, dachte ich mir. War so klar. Na dann, auf nach Konoha Gakure. Oder zurück nach Konoha Gakure. Es wird langsam Zeit. Ich glaube, ich muss aber auch noch meinen Charakter wieder auffallen. Ja, komm, das sollte genügen. Badam, bam, badadam, bam, bam, badadam. Nein, ich möchte nicht so. Hör auf, mich das zu fragen. Das nervt. Ich bin so froh, dass sie es im nächsten Teil dann abgeschafft haben. So, dann gucken wir mal hier. Hallo, hübsches Kind. Nein, ich möchte bitte bestellen. Oder auch nicht. Spezielle rote Boden sind Chakra-Regenerationsschub im nächsten Kampf gering. Leckeres Warabi-Moishi, verringerter Chakra-Verbrauch im nächsten Kampf gering. Okay, das ist das Chakra-Ding. Nee. Okay, auf geht's zu Tsunade. Jetzt wirst du sehen, wie du den ganzen Tag herumrennst, hat auch mich dazu inspiriert, mit dem Laufen zu beginnen. Mein Junge spielt den lieben langen Tag Ninja und als Ergebnis hat das Haus jetzt überall Löcher. Ich schätze, es ist ja gut, dass er aktiv ist, aber... Es heißt, Wandern sei gut für Körper und Geist. Deshalb hatte ich damit begonnen, viel spazieren zu gehen. Aber jetzt bringen mich meine verdammten Hüften um, daher musste ich alle paar Minuten Pause machen. Mein Körper ist auch nicht mehr das, was er mal war. Ich wüsste ja zu gern, welche Art von Mission ich wohl bekomme. Ist doch echt ein klasse Tag heute. Ich könnte einfach so wegknacken. Sagt man das heute, wegknacken? Hast du nicht bei der Kasekage-Rettungsmission gekämpft? Dein Name ist mir entfallen, aber ich glaube, wir haben uns schon mal getroffen. Moment mal, als ich die Schulprüfung abgelegt habe, warst du es doch der... Nein, das ist es nicht. Hier, das wäre ein gutes Geschenk für Guy. Ninjutsu Nachschlagewerk. Guy, die es geben, ja. Ein Geschenk für mich? Unfassbar. Hahaha, wunderbar. Ich danke dir für die freundliche Geste. Jetzt
fühle ich mich sogar noch heißblütiger als zuvor. Dieser Satz. Moment mal, als ich die Schulenprüfung abgelegt habe, warst du es doch der. Nein, das ist es nicht. Dieser Satz ist ein fucking Foreshadowing. Ohne Scheiß. Weil Obito ist ja genau, oder Naruto ist ja genauso wie Obito damals. Ne? Obito wollte auch unbedingt Hokage werden. Die sahen ziemlich identisch aus. Und Guy hat in der Schulenprüfung gegen Obito gekämpft. Das ist ein Foreshadowing. Als ich die Schulenprüfung abgelegt habe, warst du es doch der. Der verloren hat. Echt krass. Das ist echt krass. Was ist das für ein Zufall? Entweder ist das Zufall oder es war gewollt. Also... damals, ne, zu, als es released wurde, das erste Mal Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2, waren die, glaube ich, mit dem Arc wirklich gerade beim Pain Arc? Ungefähr da, oder Hokage Arc, ungefähr, also Gokage Gipfel, da waren die ungefähr. Das ist krass, das ist echt krass. Guten Tag, willkommen im Grill. Und das mit den Schulenprüfungen, das hat man dann erst zu Naruto Storm 4 Zeiten erfahren. Also erst Storm 3 Full Burst Zeit. Ungefähr danach. Angriffsschub. Gib mir mal 5. Arigato. Oh ja, das war perfekt. Wer auch immer sich das Nachschlag-Freibuffet ausgedacht hat, war ein Genie. So viel Essen und alles zu einem Preis. Ha, das habe ich ja fast ein schlechtes Gewissen. Aber nur fast. Alte Münze. Was sollte ich heute zum Mittag essen? Saftiges Grillfleisch wäre nicht schlecht, aber ich denke, eine Schüssel Nudel bei Ichiraku wäre perfekt. Oder vielleicht doch eher eine gesunde Mahlzeit in der Cafeteria von Konoha. Oder gar nichts. Da habe ich noch nie was bekommen, ne? Konohamaru wollte ein Versteckspieltraining machen, also habe ich mitgemacht. Aber Konohamaru ist schlecht im Verstecken und ich finde ihn immer total schnell. Dann heult er gleich rum und ist beleidigt wie ein Baby. Seid ihr im selben Alter oder ist Konohamaru ist doch älter als du? Irgendwie mag ich den Verkäufer nicht. Zweite Runde die Erde. Endlich die zweite Folge großartiger noch als großartig hat ihren. Ja, ich habe gar nichts gekauft, aber egal. Nimm den Kartenladen. Da gehe ich erst ganz zum Schluss hin. Wenn es den nicht mehr gibt. Ganz am Ende des Spiels, dann werde ich dorthin gehen. Die ruft aus für ihren Laden, also gucken wir mal, was ihr also habt. Verteidigungsschub. Arigato. Naja. Iruka-sensei. あのさ。てわけでガーラもなんとか元に戻ってさ。本当よかったってばよ。お、どうしたの?いや、これからはコノハと砂の関係がより密接になりそうだと思ってな。そうだな。 Ja, das mache ich. Bis dann, Naruto. Ich muss wieder in die Schule und mich um die Prüfungen kümmern. Ja, wir gehen zu Ichiraku, sprechen noch mit unserer Ayame-chan.
Für all das Gute, was du getan hast, verdienst du eine extra Portion Nudeln, Naruto. Ich bin so doof. Team Kakashi hat wieder eine ganz tolle Mission abgeliefert. Die sind echt das beste Team aller Zeiten. Kakashi weiß wirklich, worauf es ankommt. So ein Anführer möchte ich auch mal werden. Aber bis dahin ist noch ein langer Weg. Da hast du vollkommen recht. Storyaufzeichnung 05. Ach, das kommt von dem. Na gut, ich bin echt froh, dass du wieder da bist. Ich hatte gehört, dass etwas in Sunagakure passiert ist und hatte befürchtet, dass du darin verwickelt warst. Ja, war ich auch. Egal. Na gut. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Und bis dahin sage ich, ciao und macht's gut.